Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch den Pullover Sophia machen. Wir haben hier einen wunderbaren kleinen Rollkragenpullover, wirklich mit einem ganz süßen kleinen Rollkragen. Das ist der Kragen jetzt, wenn er nicht gerollt ist. Und hier mit gerollten Kragen. Das ist jetzt kein Rollkragen im klassischen Sinn, wo man so einen richtig hohen Rand hier oben hat, wo der ganze Hals noch mit bedeckt ist, sondern das ist dann wirklich der Ausschnitt. Das liegt dann schön entspannt am Hals an und wir haben halt so eine kleine Rolle als Kragen. Ist ein ganz toller Blickfang. Den habe ich jetzt in Braun gehalten. Das ist jetzt mit einer Gründel Lisa Uniwolle. Und hier haben wir in Braun Creme Karamell, also Braun, Creme, Karamell, Verlauf, den Pullover und auch die Ärmelchen. Die Bündchen habe ich dann wieder in der Lisa Uni gemacht, einfach damit das hier wunderbar zusammenpasst. Das ist das Bündchen von unten, wie ihr seht, das ist immer alles die Lisa Premium Uni. Das hier war die Alice Säckerin. Ich verlinke euch beide Wollen unten in der Infobox. Ein ganz toller Pulli. Er wird in einem Stück gearbeitet. Wir arbeiten als RVO. Das heißt, wir arbeiten von oben. Wir beginnen mit dem Kragen. Den stricken wir gerade runter. Und dann setzen wir hier unseren RVO an. Das ist jetzt, also dieser Pulli ist jetzt für die Größe 46, 48. Sitzt da recht locker, ganz entspannt. Aber man kann ihn auch mit der 50, 52 tragen. Da sitzt er zwar ein kleines bisschen enger, aber immer noch angenehm zu tragen. Die Längen könnt ihr ganz einfach variieren nach euch. Das zeige ich euch aber dann alles im Video. So, ich versuche jetzt mal hier irgendwie durchzuziehen, ohne dabei die Kamera umzuschmeißen, weil das ist ein ganz schönes Stück Stoff. Also, hier haben wir unseren Kragen. Hier dann den wunderbaren Körper. Ich ziehe. Und hier haben wir dann unser Bündchen. Bei euch wird das Bündchen hier unten ein bisschen anders aussehen, wie ihr seht. Ich hatte ein paar Tage zwischendurch Pause und habe dann links und rechts miteinander verwechselt. Deswegen habe ich jetzt hier. Hier war dann die Pause und hier habe ich dann weiter gestrickt, aber wie ihr seht, es ist versetzt. Ich habe es aber dann so gelassen, weil es mir dann doch ganz gut gefallen hat, dass das dann so ein kleines bisschen versetzt ist. Ihr werdet das natürlich dann, wie beim Ärmelchen zum Beispiel, auch in einem weg haben. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, so wollte ich es eigentlich ursprünglich auch haben. Aber wenn man zu viel Pause macht und das nicht durchstrickt. So, hier haben wir so ein Ärmelchen. Das Ärmelchen ist halb elastisch. Hier ein bisschen elastisch ist es, aber weiter als so kann ich es nicht ziehen. Mein Bündchen hier unten ist voll elastisch. Das können wir wirklich ganz, hier wie ihr seht, das können wir wirklich ganz weit ziehen. Einfach aus dem Grund, dass wir uns hier auch mal auf den Pullover setzen können, ohne dass es uns dann irgendwo einschnürt oder beengt. Deswegen hier unten voll elastisch, aber am Arm, da wollte ich dann zum Schluss, dass es nicht zu sehr ausleiert, gerade beim Waschen oder so, deswegen nur halb elastisch. Unser Kragen ist natürlich hier auch, wie ihr seht, voll elastisch. Also ihr seht ja, so ist er dann, also sehr voll elastisch. Und wie ihr jetzt auch an diesen wunderbaren Pulli kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Für diesen wunderbaren Pullover verwende ich einmal ein Gründel. Das ist das Lisa Premium Uni in einem wunderschönen Braun. Und das Alice Säckerin in einem braunen Verlauf. Deswegen auch das Braun, weil die zwei Farben sehen einfach wunderbar zusammen aus. Das Ganze stricke ich mit meiner Vierernadel. Dann brauchen wir noch Maschenmarkierer. Schere, Nadel, Maßband und das war es dann auch schon. Das reine Braun, das verwende ich für alles, was Bündchen ist. Das heißt für den Ausschnitt, für das Bündchen am Arm und auch dann für
ja, im Bauchbereich, das Abschlussbündchen. Dafür nehme ich das reine Braun und dann für die ganzen Innenflächen, das heißt Vorder- und Rückteil, die Arme, da nehme ich dann dieses wunderschöne Braunverlauf. So, als allererstes schlage ich 91 Maschen an. Dafür nehme ich mir jede Menge Faden ab, also das ist jetzt ja, guter Meter. Nehme mir den in die Hand, das heißt unseren losen Faden in die Hand um den Zeigefinger und unseren Arbeitsfaden um den Daumen und auch in die Hand. Dann meine Nadel, mit der gehe ich zwischen Daumen und Faden rein, hebe den Faden an, hole mir den von hier drüben, drück den nach unten weg und habe Masche Nummer 1. Jetzt haben wir hier so ein kleines hübsches Zelt. Wir holen uns wieder den Faden vom Daumen, machen mit der Hand so eine Halbdrehung und holen uns den Faden von hier drüben, Masche Nummer 2. 3, 4, 5 und der gute Meter hat gereicht. Das ist jetzt der letzte Rest. So, die erste Reihe stricken wir rechts ab. Das heißt, wir gehen mit der leeren Nadel vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden zurück. Und so arbeiten wir jetzt jede Masche einmal runter. So kriegen wir dann auch wunderschön unsere Strickabstände rein. Und die Maschen sind dann auch gleich ein wenig lockerer, weil nach dem Maschenanschlag sind sie mal ein bisschen fest. So, die letzte Masche ist auch rechts abgestrickt. Wir wechseln nicht die Hand, wir bleiben wie wir sind. Verteilen unsere Maschen einfach gleichmäßig auf dem Seil. Und stricken jetzt ganz normal weiter, als wenn das jetzt hier unsere erste Reihe wäre. So stricken wir uns hier einfach mit rechten Maschen einmal drumherum. Und schließen damit auch schon unseren Halsausschnitt zum Kreis. Das Stück, das machen wir dann gleich noch weg. Und so stricken wir uns jetzt gute 10 cm immer im Kreis herum. Ihr werdet dann sehen, der Rand rollt sich ein, aber genau das soll er auch. Wenn euch das zu dick ist mit den 10 cm, dann stoppt bitte schon bei 6 oder 7. Das ist natürlich jetzt ganz Geschmackssache. So, ich stricke hier mal schnell meine runden Maschmarkierer, brauche ich nicht, weil das hier ist ja mein Anfangsfaden und der zeigt mir den Anfang der Runde. Deswegen muss ich jetzt hier keinen Maschenmarkierer einsetzen. So, ich stricke jetzt hier einfach schnell meine rechten Maschen, bis ich dann meine Höhe erreicht habe. Und wenn es soweit ist, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe meine 10 cm erreicht. Wie ihr seht, das ist schon eine ganz schöne Höhe, aber lasst euch von der Höhe nicht irritieren, weil das ist ein Rollkragen, ein Rollrand und das rollert sich dann so ein, dass das hier im Prinzip unser Kragen ist und schon wirkt da gar nicht mehr so hoch. So, jetzt habe ich hier noch jede Menge Maschenmarkierer. Ihr seht, dass einer eine andere Farbe hat wie die anderen. Der eine wird meinen runden Anfang und die anderen, diese rosanen, die kommen dann in der Runde dran. So weiß man dann einfach ganz genau, wann die Runde beginnt und wo sie halt auch endet. Das ist dann immer bei den blauen und die sind dann in der Runde.
So, nun beginnen wir dann eigentlich mit dem Pullover. Diese Runde mache ich jetzt immer noch in dem reinen braunen. Das Verlaufsgarn kommt gleich dazu. Wir setzen jetzt als allererstes unseren runden Anfang, also das blaue. Dann stricken wir 33 Maschen in rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, jetzt kommt ein rosaner Maschenmarkierer. Jetzt stricken wir zwei Maschen. 1, 2, das wird unsere Raglanlinie und Maschenmarkierer. Jetzt kommen 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschenmarkierer. 2, wieder unsere Linie. Markierer drauf und wieder 33. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Maschenmarkierer und wieder 2. Markierer und wieder 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und der Maschenmarkierer. So, jetzt bleiben noch 2 Maschen übrig. Das ist wieder unsere Raglanlinie. Die stricken wir ganz normal rechts ab und haben damit die Runde beendet. Maschenmarkierer rüber. So, jetzt haben wir hier Vorderteil, Linie. Ärmelchen, Linie, Rücken, Linie, Arm, Linie. Ne? Wo ist mein Blau hin? Da. So, nach dem Maschenmarkierer rübernehmen, verdoppeln wir jetzt gleich die erste Masche. Das heißt, wir stricken die Masche einmal rechts ab, lassen sie aber auf der Nadel und dann gehen wir mit unserer Nadel hinten durch die Masche durch, von der Spitze Richtung Seil, holen uns den Faden und haben aus einer Masche 2 gemacht. Jetzt stricken wir uns einmal durch bis auf die letzte Masche. Noch 2. So, die letzte Masche, die verdoppeln wir auch. Das heißt, einmal rechts abstricken und dann wieder von der Spitze Richtung Seil Faden holen und wieder aus 2 Maschen eine gemacht. Übernehmen.
die zwei Maschen einfach rechts abstricken, übernehmen, die erste Masche wieder verdoppeln, rüberstricken bis auf die letzte. Diese wieder verdoppeln. Übernehmen. Die zwei. Übernehmen. Verdoppeln. Rüberstricken bis auf die letzte. So, und diese auch einfach verdoppeln, übernehmen, die zwei, übernehmen. So, und wenn wir hier im Blauen sind, machen wir jetzt noch zusammen den Farbwechsel, weil dann gehen wir nicht auf unseren Hauptgarn über. Verdoppeln. Alles stricken bis auf die letzte, die wieder verdoppeln, übernehmen, ne? Bleibst du hier? Übernehmen und die zwei stricken. Übernehmen. Wir nehmen uns unser Hauptgarn. Ich lasse mir dann immer so ein ganzes Stückchen stehen, so ungefähr, zum Vernähen. Dass wir dann einfach hinterher auch wirklich wunderbar alles vernähen können. Dann lege ich mir meinen Faden an, halte ihn fest und jetzt stricke ich hier ganz normal weiter. In der nächsten Runde wird diese Masche ein wenig lockerer. Da ziehen wir einfach an unserem Anfangsfädchen und dann zieht sich die Masche wieder fest. Und wie ihr seht, ich kann jetzt ganz normal weiter stricken. Und so stricken wir uns jetzt mit unserem Verlaufsgarn durch. Das Braun schneide ich mir gleich großzügig ab. Das können wir auch jetzt schon machen. Habe ich hier ein schönes Stück zum Vernähen. Das reicht mir so völlig. Und jetzt mache ich mit meiner Alice weiter. Und hier auch verdoppeln, übernehmen, stricken, stricken, übernehmen und verdoppeln und stricken. Und verdoppeln, Entschuldigung. Jetzt kommt das Übernehmen. Und stricken, stricken, übernehmen und verdoppeln. Und damit haben wir schon Verdopplungsrunde Nummer 2, die wir gleich sogar schon geschafft haben.
Und wie ihr seht, der Übergang ist wirklich wunderbar fließend, schön flüssig. Und auf der Innenseite sieht man dann, wie der Übergang ist. Aber da das ja die Innenseite ist, stört uns das hier überhaupt nicht. So, und gleich wieder verdoppeln, also immer vor den Maschenmarkierern, wir haben hier immer die zwei Maschenmarkierer, immer vor dem ersten Maschenmarkierer und nach dem letzten Maschenmarkierer wird verdoppelt. Und so drehen wir jetzt hier unsere Runden und stricken uns hier schön gemütlich durch. Ich nehme euch jetzt gerade noch mit, um euch zu zeigen, was gleich mit der ersten Masche ist. Da werdet ihr nämlich sehen, hier ist schon mal das erste. Hier war mein Faden, den ich ja dann abgeschnitten habe. Die Masche liegt so auf der Nadel. Ihr geht normal rein, strickt sie. Ihr seht, die löst, die zieht sich lang. Das ist aber nicht dramatisch. Ihr nehmt einfach und zieht ein Stück. Und zack, ist er klein. Jetzt übernehmen wir das. Hier verdoppeln wir jetzt die erste Masche. Da habt ihr nämlich genau das gleiche Phänomen. Alles recht locker. Wir stricken die nächste Masche. Jetzt nehmen wir unseren hellen Faden, ziehen ihn ein bisschen an und alles festigt sich. Und so können wir jetzt ganz einfach weiter stricken. Haben wir jetzt noch mal unseren gelockerten Faden. Wie ihr seht, ein kleines bisschen sieht man diese Fadenübernahme. Ganz, ganz kleines bisschen. Aber deswegen mache ich das bei dem Pulli ganz einfach, weil wenn wir unseren Kragen dann drauf haben und wir haben unseren Pulli an, seht ihr, dann sieht man gar nichts mehr. Da liegt nämlich genau unser Kragen auf diesen ersten beiden Reihen und davon ist dann gar nichts mehr zu sehen. Wenn wir natürlich nicht so einen Kragen haben, dann setzen wir den Faden ein kleines bisschen anders an. Aber bei dem Kragen hier geht das so ganz einfach wunderbar. So, und das stricken wir jetzt so lange weiter, bis Vorder- und Rückteil, die Ärmelchen ausgenommen, so wunderbar an uns dran liegen, dass wir das aneinander führen können, ohne am Arm irgendwelche Beklemmungen zu haben. Jeder hat ja unterschiedliche Arme, deswegen sage ich jetzt keine direkten Reihen, sondern das ist ja das Vorderteil, das ist das Rückteil. Wenn wir das jetzt anziehen, wir können das ja dann gleich schon mit einer Seilverlängerung hier alles ein bisschen sichern und anziehen.
Und wir sehen, das Vorderteil, Moment, Ärmelchen, hier, das Vorderteil und Rückteil so aufeinander passen, ohne dass es uns irgendwo kniept und drückt und irgendwas, dann haben wir genug zugenommen. Ich sage euch natürlich dann auch, wenn ich hier soweit bin, meine Zunahmen rein, wie viele ich gebraucht habe. Aber da ja jeder unterschiedliche Arme hat und es ja auch bei euch passen soll, wird jetzt hier so lange so zugenommen, bis wir das Vorder- und das Rückteil an den Seiten zusammenknuffen können und wir haben am Arm keine Beklemmungen, sondern es fühlt sich gut an. So, meine Lieben, bevor ich euch jetzt weiter mit meinen Runden hier langweile und meinen Verdopplungen, bringe ich das Ganze schnell auf Höhe und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe meine Verdopplungen mit 48 Runden geschafft. Also insgesamt habe ich jetzt hier 48 Reihen Verdopplungen gemacht. So sieht das bis jetzt aus. Also ganz ehrlich, ich liebe die Farben jetzt schon. So, hier, das ist ja das Vorderteil, das sind die Ärmel, Hinterteil, anderes Ärmelchen. So, wir müssen jetzt die Ärmel sichern. Dafür stricken wir uns jetzt mit festen Maschen am Vorderteil entlang. So, ich nähere mich den letzten Maschen vom Vorderteil. Keine Zunahme diesmal, einfach durchstricken. Wir schubsen den Maschenmarkierer runter, stricken die zwei Maschen noch, schubsen den nächsten Maschenmarkierer runter. So, wenn ihr jetzt die Sicherheitsnadel habt, das ist so eine ganz lange, sieht aus wie so eine ganz riesige Büroklammer, dann könnt ihr damit die Maschen sichern. Wenn ihr das nicht habt, holt ihr eure Nadel raus. Maschenstopp. Ihr könnt dafür aber auch einen Bindfaden benutzen oder irgendwas. Jetzt nehme ich mir ein anderes Seil. Da habe ich mir jetzt auf der anderen Seite den Maschenstopp schon drauf gemacht. Mache jetzt hier drauf meine Stricknadel. Und stricke mir jetzt mit rechten Maschen den Ärmel auf das zweite Seil, die ich jetzt hier einfach ganz normal weiter stricke. So gehen die Nadeln jetzt direkt auf dieses Seil über. Und damit sind sie dann auch gesichert. Die zwei Maschen zwischen dem Maschenmarkierer, die packe ich mit hier in den Ärmel rein. So, ich stricke das mal schnell durch, weil der Maschenmarkierer, der klackert schon, nee, der Maschenstopp, der klackert hier schon ganz schön.
So, jetzt bin ich schon bei den letzten Maschen. Das hier ist jetzt mein Ärmel. Maschenmarkierer runter. Die zwei Maschen gehen jetzt mit in den Ärmel rein. Die anderen beiden Maschen hatten wir mit ins Vorderteil reingemacht. Die zwei Maschen jetzt ins Ärmelchen. Das sind die nächsten zwei Maschen, immer zwischen den Maschenmarkierern, gehen dann in den Rücken und so gleicht sich das dann wunderbar aus. So, wir ziehen hier die Nadel lang. Einmal abschrauben. Maschenstopp drauf. Na? Greif. Nimm am nächsten. So, jetzt haben wir die Ärmelchen hier zwischen diesen beiden Maschenstoppern. Hier haben wir jetzt unseren normalen Faden. Auf den mache ich jetzt die Nadel, stricke dann meinen Rücken und setze mir dann das nächste Ärmelchen auf ein anderes Seil. Da mache ich dann im Prinzip das gleiche dann nochmal. Wenn ich den Rücken durchgestrickt habe, Nadel abschrauben, Stopp drauf, Nadel ans andere Seil dran. Habe ich hier auch schon vorbereitet, da ist der Stopp schon drauf auf der einen Seite. Dann die Maschen auf das Seil stricken. Nadel wieder ab, Stopp drauf und Ärmelchen auf beiden Seiten gesichert. Ihr seht, ich gehe jetzt einfach wieder ganz normal mit rechten Maschen weiter. Ich habe jetzt meine Nadel wieder an mein langes Seil gemacht, hier schön in lila zu erkennen. Und meine Ärmelchen habe ich auf einem gelben Seil. Und so stricke ich mich jetzt hier einfach die ganze Reihe durch. So, meine Lieben, der zweite Ärmel ist jetzt auch gesichert. Hier haben wir die eine Seite. Und hier die andere. So, jetzt stricken wir uns einfach immer in Runden. Moment, ich bereite das hier mal schnell alles vor. So. Ganz einfach fest, mit ganz einfach rechten Maschen. Immer weiter in die Höhe. Jetzt gehen wir so über den Bauch. Und machen jetzt die Länge, die wir haben wollen. Wie ihr seht, die Ärmelchen werden nicht mitgestrickt, die liegen hier immer noch schön gesichert. Und hier stricken wir nur Rücken und Vorderteil. Und da gehen wir jetzt schön in Runden, einfach in die Höhe. So, ich zeige euch gleich noch, wie wir so eine Lücke schließen zwischen Vorderteil und Rücken. Und da muss ich mich schnell bis hin stricken. So, jetzt bin ich hier gleich durch, nur noch ein paar Maschen. So, jetzt holen wir uns den Rücken vor.
Ja, es ist gerade alles ein bisschen schwierig, das unter die Kamera zu kriegen. So, jetzt haben wir hier unser Vorderteil, hier den Rücken und hier die Riesenlücke. Aber wir stricken ganz normal einfach eine rechte Masche, ziehen aber den Faden wirklich sehr straff. Wie ihr seht, ich ziehe ihn extra nochmal mit einem dritten Finger nach und da rutscht auch nochmal eine ganze Menge hinterher, weil umso straffer der Faden an dieser Stelle ist, umso kleiner ist dann die Lücke in der Achsel. Und jetzt stricke ich mich hier ganz normal wieder weiter. Ja, und so drehen wir jetzt unsere Runden, bis wir auf Höhe sind. Das mit dem Straffziehen hier dazwischen, das müssen wir wirklich jetzt nur diese Runde machen und die nächste. Und dann können wir ganz normal in die Höhe stricken. Das mache ich jetzt bei mir. Wir sehen uns wieder, wenn unser Pullover die Wunschlänge hat, aber minus 6 cm. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Länge von, sagen wir mal, 50 cm haben wollt, dann strickt ihr bitte die 50 minus 6. Das heißt 44 cm dann nur. Weil 6 cm wird nochmal unser Bündchen und dass wir dann die Wunschlänge erreicht haben. So, ich stricke das bei mir jetzt in die Höhe und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich soweit bin. So, meine Lieben, der Körper von dem Pulli wäre jetzt fertig. Ich bin jetzt von oben gemessen bis runter zu meinen Stricknadeln bei 60 cm. Also den Rollkragen habe ich jetzt nicht mitgemessen, sondern wirklich erst ab da an, wo wir die Alise benutzt haben. Und jetzt wird es Zeit, dass wir das Bündchen ansetzen. Dafür nehme ich mir jetzt wieder meine Gründelwolle, lege mir die an. Und stricke eine Masche rechts und eine Masche links. Eine Masche rechts, so und eine Masche links. Ich lege mir den Faden vor die Nadel, gehe von der Spitze Richtung Seil durch die Masche durch, hole mir den Faden und gehe mit der zurück. Eine rechts, Faden wieder vor die Nadel, von der Spitze Richtung Seil durch die Masche durch, Faden geholt und runter. So geht das jetzt immer im Wechsel. Eine Masche rechts, eine Masche links. So, jetzt bin ich gleich einmal rum. So, hier haben wir jetzt den Übergang. Ich beende die alte Runde auf linke Masche und beginne mit der neuen wieder auf rechte Masche. Und so können wir schön in unserem Rippenmuster bleiben. Eine rechts, eine links. Ne? Hopp jetzt. Wunderbar zu erkennen an den beiden Fäden, was der Übergang ist. Und so stricke ich mich jetzt auf Höhe weiter. Nun, so geht es jetzt rundum weiter, bis wir eine Höhe von 5 bis 6 cm erreicht haben. Einfach immer eine Masche rechts, eine Masche links. Eine rechts, eine links, eine rechts, eine links.
Und das Ganze mit unseren wunderbaren Gründel. So, ich stricke mich mal in die Höhe. Ich denke mal, ich werde 6 cm machen. Aber das ist wieder ganz Geschmackssache, ob 6 oder 5 cm. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder zum Abketteln, weil dann braucht man ja auch noch Ärmelchen. So, meine Lieben, ich habe jetzt mein Bündchen bei mir auf Länge und jetzt wollen wir den Pullover hier unten abketteln, weil der Körper ist jetzt soweit fertig. Wir stricken 2 Maschen rechts. So. Gehen mit unserer Nadel, wo die ganzen Maschen drauf liegen, vorne nochmal durch beide Maschen durch, holen uns den Faden und gehen durch beide Maschen zurück. Haben noch eine. Stricken wieder eine Masche rechts, wieder 2 Maschen. Wir gehen mit der Nadel wieder, wo die ganzen Maschen drauf liegen, durch beide Maschen durch, holen uns den Faden und abgestrickt. So ist das Bündchen dann auch noch schön elastisch und ist ganz gemütlich beim Anziehen. Und so geht das jetzt hier Masche für Masche einmal durch. Ab einer gewissen Maschenanzahl löse ich dann bei mir immer das Seil von meiner leeren Nadel und arbeite nur mit der Nadel alleine in der Hand. So, und hier sehen wir dann den abgeketteten Rand. Wie ihr seht, er ist noch ein bisschen elastisch. Das macht es einfach ganz gut dann zum Anziehen. So, meine Lieben, ich kette das Ganze mal ab und dann sehen wir uns gleich für die Ärmelchen wieder. So, jetzt bin ich fast rum. Die letzten Maschen mache ich noch schnell mit euch zusammen. Die letzten beiden Maschen, die nehme ich immer zusammen. Einfach damit die letzte Masche da nicht riesengroß wird und einen unschönen Rand ergibt. Deswegen nehme ich die letzten beiden Maschen zusammen. So, die Nadel mit dem Seil kann weg. Wir nehmen uns die Schere, abgeschnitten. Durchgezogen und da haben wir auch genug Faden, um es hinterher zu vernähen. So, das wäre unser Bündchen. Damit ist der Körper fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Arme. Dafür nehmen wir dann wieder unser Farbverlauf, machen unsere Nadeln dran. Ja, aber deswegen nehme ich auch Seile so gerne zum Sichern. Mit ein paar Handgriffen kann man ganz einfach weiter stricken. Man muss sich da keine großen Gedanken machen. Achtet bitte darauf, dass ihr die glatte Seite beim Weiterstricken innen habt, weil ansonsten drehen wir auf einmal die Außenseite nach innen und andersrum. Und das wollen wir ja nicht. So, wir nehmen uns unseren neuen Faden, legen uns den mit dem Arbeitsfaden an unseren Pulli dran und stricken einfach mit rechten Maschen. Die erste Masche wird ein bisschen wabbelig, aber das behebt sich gleich. Jetzt machen wir erstmal eine Runde in rechten Maschen.
So, ich mache die Runde mal schnell und wir sehen uns gleich an dieser unschönen Stelle wieder, was die Achsel ist. So, jetzt bin ich gleich an der Achsel. Es sind noch zwei Maschen. Da ist sie jetzt. Ihr seht, jetzt haben wir hier so ein richtig schönes, großes V. Sieht nicht schön aus und gibt ein Loch. Wollen wir nicht. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten. Entweder wir stricken jetzt hier einfach in Runden weiter und nähen das Loch am Ende mit unseren Anfangsfaden zu. Oder wir stechen mit unserer Nadel ein. Da gehe ich nicht in die Masche, sondern in eine drunter, hole mir den Faden, eine Masche. Gucken wir weiter. In die Masche gehen wir nicht, sondern hier, wo die zwei Fäden zu breit sind, da gehen wir rein. Da gehe ich aber in den 1, 2, 3. Faden von oben, hole mir den Faden, Masche. Wir merken uns die Maschen. Wir sind jetzt bei 2. Dann hier drüben 3. So, jetzt haben wir 4 Maschen mehr auf der Nadel, haben die Achsel verschlossen. Jetzt stricken wir uns diese Runde wieder bis rüber, bis wir zu diesen 4 Maschen kommen. Jetzt bin ich bei den 4 Maschen angekommen, das erkennt man ja ganz gut an der Raglanlinie. So, entweder stricken wir jetzt die 4 Maschen weiter mit, dann haben wir aber halt ein breiteres Ärmelchen. Oder wir nehmen Masche 1 und Masche 2, gehen durch beide durch, haben aus 2 Maschen eine gemacht. Masche 3, Masche 4. Jetzt haben wir noch 2 zu viel in dem Sinne. So, wir nehmen 2 Maschen noch von unserem normalen Pullover und stricken die zusammen ab. Das heißt, einfach durch beide durch und die rechts abstricken. So, jetzt haben wir noch eine Masche zu viel. Und weil wir hier diesen Anfangsfaden eh vernähen müssen, nehmen wir jetzt von unserer leeren Nadel in dem Sinne, und heben die zweite Masche über die erste. Wir haben hier die erste Masche, hier ist die zweite Masche. Diese Masche heben wir über die erste auf der Nadel und schon haben wir alle 4 Maschen wieder abgenommen. Eben in der Runde hatten wir die 4 Maschen aufgenommen, um die Achsel zu schließen. Dann haben wir Masche 1 und 2 zusammengestrickt, macht eine Masche. 3 und 4 zusammengestrickt, macht die zweite. 5 und 6 zusammengestrickt, macht die dritte Abnahme und dann hier einmal drüber gehoben, macht die vierte Masche. Und damit sind wir wieder auf unserer Maschenanzahl, haben die Achsel geschlossen. Und wenn ihr jetzt weiter strickt, seht ihr zwar, dass dann hier, da seht ihr es schon, ein ganz kleines Löchlein ist, aber da wir den Anfangsfaden ja eh vernähen müssen, nehmen wir damit gleich dieses Mini-Löchlein zu und das ist dann auch verschwunden. Und unsere Achsel ist wieder wunderbar und keine Zunahme dazwischen, die da nicht hingehört. So, jetzt stricken wir so lange weiter unsere Runden, bis mir unser Arm gut reinpasst. Zieht aber bitte 5 bis 6 cm fürs Bündchen ab. Die Zentimeteranzahl, die ihr unten beim Körper an Bündchen gemacht habt, die könnt ihr auch hier oben nochmal reinnehmen. Das sieht dann auch nicht schlecht aus. Oder ihr macht dann für die Arme 5 cm Bündchen. Das sieht auch ganz gut aus. Also immer mal zwischendurch anprobieren und wenn ihr merkt, oh ja, der Ärmel passt schon so langsam, zieht in Gedanken bitte das Bündchen ab, so dass ihr den Ärmel, wenn ihr den anprobiert, ungefähr hier stoppt, dass wir das Stück als Bündchen machen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Stück als Bündchen machen. Das ist ganz euch überlassen. Aber hier so in der Trier würde ich mindestens stoppen mit dem Ärmelchen. Weil dann kommt noch eine Reihe, wo wir Abnahm machen. Und dann kommt unser Bündchen. Dahin stricken wir jetzt hier fröhlich unsere Runden. Und machen uns so unser Ärmelchen. So, meine Lieben, den Ärmel habe ich jetzt auf Länge gestrickt. Und zwar, wenn wir von der Achsel messen, das heißt hier, wo wir unseren Faden frisch angesetzt haben, da legen wir das Maßband an und streichen es glatt, dann sind wir auf 45 cm. Jetzt setzen wir uns einen Maschenmarkierer, einfach dafür, dass wir die Runde, den Anfang kennen. Und wir stricken jetzt jede dritte und vierte Masche zusammen. Also die ersten beiden einfach rechts abstricken. Dann die 3 und die 4, die stricken wir rechts zusammen. Dann wieder 2 Maschen nochmal. Dann die 3 und die 4 zusammen. 2 nochmal. Und die 3 und die 4 zusammen. Und so stricken wir uns jetzt durch die gesamte Runde. In der nächsten Runde wird auch wieder jede dritte und vierte Masche zusammen abgestrickt. Und dann wird es schon ein bisschen eng auf meinen Nadeln. Gleich geschafft. 3 und 4. 1, 2, na komm. 3 und 4. So, jetzt sind wir einmal rum. Den Maschenmarkierer übernehmen wir. Und jetzt wieder die ersten beiden nochmal. Und die 3 und die 4 zusammen. Dann wieder nochmal. Und die 3 und die 4 zusammen, 2 wieder normal, und die 3 und die 4 zusammen, das war jetzt eine normale, gell? Moment, ich guck mal schnell, genau, 1, 2 und die 3 und die 4 zusammen. 1, 2 und die 3 und die 4, na, hier rüber, 4 zusammen. 1, 2 und 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 zusammen. So, ich mache die Runde mal schnell fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und die letzten beiden Maschen, weil jetzt geht es in dieser Runde nicht auf. So, abgestrickt. Der Maschenmarkierer kann jetzt raus, weil ich muss jetzt aufs Nadelspiel wechseln. Hier ist jetzt so viel Spannung drauf, das kriege ich so jetzt nicht weiter gestrickt. So, jetzt stricken wir eine Masche nochmal und die 2 und die 3 zusammen. Eine Masche nochmal und die 2 und die 3 zusammen. Nochmal und die 2 und die 3 zusammen. Nochmal. Und zusammen. So, wenn ich gleich merke, okay, jetzt geht das mit meinem Nadelspiel hier gerade nicht weiter, weil das dann hier alles ein bisschen blöd wird, nehme ich dann die nächste Nadel. Der Punkt ist auch gleich erreicht. Das merkt man eigentlich immer ganz gut. So, ich würde sagen, erreicht. Hier die Maschen in die Mitte.
und die nächste Nadel geschnappt. Und dann geht das immer so weiter. Eine nochmal und zwei zusammen. Hier hinten bei dem Seil muss man immer dafür drauf gucken, dass die Maschen auf der Nadel sind. Also immer mal das Seil lang ziehen und die Maschen einfach auf die Nadel schieben. So, das war jetzt eine einfache, gell? Ja. Einmal und zusammen. Einmal, zusammen, einmal, zusammen, einmal, zusammen, einmal, zusammen, einmal, zusammen, einmal, zusammen, einmal. Zusammen und zweimal. Einmal. Also einfach. So, und schon haben wir alle Maschen auf dem Nadelspiel. Wer natürlich jetzt mit vier Nadeln arbeiten möchte, also hier vier in der Runde liegen haben möchte, muss die Maschen dann noch aufteilen. Ich habe jetzt diese Nadeln. Den Faden können wir großzügig abschneiden, weil wir schnappen uns jetzt wieder unser Braun, legen uns das an. Moment, ich muss mal kurz hier entdrehen. Und jetzt stricken wir immer eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche rechts. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Links, rechts. Links, jetzt habt ihr es nicht gesehen, Moment, ach diese Nadel. So, jetzt so. Eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, da ist sie ja schon wieder. Eine rechts, eine links. Und das hört auch wieder auf, dass die sich so selbstständig machen. Eine rechts und eine links. Damit ist die erste Nadel gemacht. Jetzt die, die sich immer so selbstständig gemacht hat. Schön die Maschen nach vorne. So, wir haben jetzt mit einer links geendet, also eine rechts, eine links, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja, dass das hier gerade etwas ungelenkisch aussieht, liegt daran, dass ich mit dem Ellbogen gerade den Pulli an den Tisch presse, weil er passt mir nicht so richtig auf den Schreibtisch. Ich habe hier nämlich noch jede Menge Zeug liegen, was noch abgearbeitet werden muss. Deswegen sieht das gerade ein wenig ungelenkisch aus. Aber wie ihr seht, immer schön rechts und links im Wechsel. Nun, so drehen wir jetzt unsere Runden, bis wir unsere 6 cm haben.
von der Bündchenlänge. Und ich würde sagen, damit es für euch nicht so langweilig ist, drehe ich hier schnell alleine meine Runden. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich hier fertig bin. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine 6 cm und jetzt geht's ans Abketteln. Dafür stricken wir jetzt 2 Maschen rechts ab. So, und heben die hintere über die vordere. Und wieder eine Masche abstricken und die hintere über die vordere heben. Abstricken, die hintere über die vordere. Abstricken, hinten über vorne. 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 Bildet sich so ein Rand. Er ist ein ganz kleines bisschen elastisch, aber nicht dolle. Und er bietet halt noch genug Zug beim An- und Ausziehen, dass da nichts ausleiert. Achtet dabei darauf, den Faden nicht allzu straff zu ziehen, weil sonst habt ihr ganz, ganz wenig Spiel. Jetzt ist es wirklich entscheidend, dass ihr den Faden nicht anzieht, sondern wirklich ganz locker mitführt. Und dann einfach immer drüber. So, schon haben wir eine Nadel leer. Die können wir zur Seite legen. Wir schieben die anderen Maschen nach vorne. Und jetzt machen wir das mit der ganz genauso. Eine abstricken und die hintere, ups, und die hintere über die vordere. So, auf ein neues. Dabei gut die Maschen festhalten, sonst passiert bei euch das gleiche wie bei mir gerade eben. Und jetzt eine Masche zu verlieren, wäre ja schade. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Eine stricken, die andere heben. Eine stricken, die andere heben. Eine stricken, die andere heben. So, jetzt sind wir gleich durch. Drüber und stricken und drüber. So. Bei dem Drüberheben stricke ich dann nicht die letzten beiden Maschen zusammen. Weiter lockert sich nichts großartig. So, Faden durchziehen, der kann vernäht werden. Und dann setzen wir uns natürlich noch den zweiten Ärmel an. Das heißt, ab Abteilung Ärmel nochmal zurückspulen. Und dann nochmal anschauen. So, das hier ist jetzt unser Ärmelchen. Wie ihr seht, ein bisschen kann man das Bündchen ziehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es sich irgendwie zu doll ausleiert. Und wenn wir dann den zweiten Ärmel haben und wenden unseren Pulli, liegt er dann so vor uns. Hier haben wir den wunderbaren Rollkragen. Hier dann den Körper mit seinem Bündchen und hier dann Ärmelchen 1 mit Bündchen. Und Ärmelchen 2 mit Bündchen. Hier muss ich noch den Faden vernähen, aber da seht ihr auch, dass es wirklich schon 2 Ärmel sind. Einmal ist der Faden schon vernäht, einmal muss ich ihn noch vernähen.
So, meine Lieben, ich hoffe, der Pulli gefällt euch. Das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.